Der Impulsvektor P eines Körpers, auch Bewegungsmenge genannt, ist das Produkt aus dessen Masse m und dessen Geschwindigkeit Vektor v. Der Impulsvektor P ist gleich zur Masse mal Vektorgeschwindigkeit. Demzufolge ist die Einheit eines Impulses Kilogramm mal Meter pro Sekunde. Wenn wir hier Zähler und Nenner mit S wie Sekunden multiplizieren, so erhalten wir als Einheit vom Impuls P Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde mal Sekunde. Durch das Grundgesetz der Dynamik wissen wir, dass F gleich M mal A ist, also Newton gleich Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde. Demzufolge ist die Einheit von einem Impuls Newton mal Sekunde. Jetzt werden wir einige Versuche vornehmen. Bei solchen Kollisionen und durch genauere Messungen können wir solche Zusammenstöße modellieren anhand des Prinzips der Impulserhaltung. Dieses Prinzip besagt, bleibt die kinetische Energie bei einem Zusammenstoß erhalten, so bleibt der Impuls ebenfalls erhalten. Hier sind die zwei Kugeln. Die erste mit Masse m1 und Geschwindigkeit v1, die zweite mit Masse m2 und Geschwindigkeit v2. Diese Kugeln kollidieren und hier ist ihre Bewegung nach dieser Kollision. Die Kugel mit Masse m1 bewegt sich mit der Geschwindigkeit v1' und die Kugel mit Masse m2 bewegt sich mit der Geschwindigkeit v2'. Das Prinzip der Impulserhaltung besagt, dass m1 mal v1 plus m2 mal v2 gleich ist zu m1 mal v1' plus m2 mal v2'.